Schalke gegen Gladbach am Wochenende, das Topspiel. Ja. Ist es ein Topspiel? Vom Namen her ganz sicher ja. Ne? Also beide Vereine schon enormes geleistet für den deutschen Fußball. München-Gladbach habe ich selbst gespielt, über die Grenzen hinaus bekannt, natürlich durch die Fohlenelfe in den 70er Jahren, aber auch jetzt wieder Champions League dabei. Ja, sind natürlich nicht optimal gestartet in der Bundesliga, ähnlich wie in der Champions League. Immer wieder in den letzten Minuten Gegentore. 6 Punkte hergeschenkt in der Bundesliga. Gegen Wolfsburg, gegen Union Berlin und am letzten Wochenende gegen den FC Augsburg in Überzahl noch in der letzten Minute den Ausgleich kassiert. Champions League, Inter Mailand weiß man, Real Madrid weiß man. Also ich glaube, wenn diese Minuten nicht gewesen wäre, wäre Gladbach irgendwie punktgleich mit Bayern München gefühlt und in der Champions League eigentlich schon qualifiziert. Also Gladbach hat eine tolle Mannschaft, aber wie gesagt, die letzten Minuten müssen sie einfach dann cleverer runterspielen, um ihre Ergebnisse, die sie vorher sich hart erarbeitet haben, dann eben auch über die Zeit zu bringen. Schalke 04, 25 Spiele, 24 Spiele ohne Sieg. In diesem Jahr der letzte Sieg gegen Borussia Mönchengladbach im Januar war der Rückrundenauftakt in der letzten Saison zu Hause und seitdem kein Spiel mehr gewonnen. Es passt hinten nicht, es passt vorne nicht, es passt nicht im Verein, es passt eigentlich bei Schalke gar nichts. Und sie können froh sein, dass keine Fans zugelassen sind im Stadion aufgrund Corona, weil das will auch kein Schalke-Fan sich antun, diese Mannschaft so zu sehen, wie sie sich zurzeit präsentieren. Kein Aufbäumen, keine Bereitschaft, aber irgendwann müssen sie damit anfangen. Weil ich glaube, dass die einzelnen Spieler, wenn sie richtig aufeinander oder richtig miteinander spielen, für sich gegenseitig kämpfen und das Beste geben, dann glaube ich, dass das eigentlich eine Mannschaft sein müsste, die mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben könnte. Aber das Wichtigste ist, dass man jetzt wieder Spiele mal gewinnt, dass man Selbstvertrauen dankt und dass man wieder mit breiter Brust auf den Platz geht. Aber mit so einer Niederlagenserie muss man erstmal alles umdrehen. Positiv. Und positiv heißt für mich, ja, miteinander Punkte holen und dann geht wahrscheinlich auch wieder mehr auf Schalke. Aber zurzeit einfach eine Katastrophe. Und ob sie jetzt in Mönchengladbach damit anfangen, tabellarisch nein, aber irgendwo. Die Bundesliga ist sowieso verrückt. Am letzten Spieltag gab es keinen einzigen Heimsieg. Könnte Schalke am kommenden Wochenende in die Karten spielen.